Mit einem satten dunkelgrünen Etikett kommt mein heutiges Bier im österreichischen Biertasting Club Adventkalender daher. Was das für ein Bier ist, darüber reden wir in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Wir schauen in den österreichischen Biertasting Club Adventkalender, was sich da so tummelt. Und das ist ein Bier mit einem grünen Etikett, mit ein bisschen Violett dabei. Den Wiener Fußballfans wird sich dabei wahrscheinlich so ein bisschen die Haare raufen. Aber es handelt sich um den dunklen Bock aus Grieskirchen, aus Oberösterreich. Und da ist man natürlich, was Wiener Fußball angeht, sehr unvoreingenommen. Es geht um einen dunklen Bock aus einer sehr klassischen Brauerei. Die Brauerei Grieskirchen, die man in Wien, um das jetzt mal wieder den Bogen zu spannen, natürlich dafür kennt, dass sie das dunkle Bier im Schweizer Haus für das Gemischte machen. Und das Dunkle haben sie jetzt offensichtlich mal ein bisschen hochgedreht und den dunklen Bock gemacht. Dunkler Bock, 7,2 Volumenprozent Alkohol sind aufgerufen. Wie viel Grad Plato die Stammwürze aufweisen kann, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, dass Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Brauwasser mit drin ist. Und das Ganze läuft hier unter der 4710. Da unten in der Ecke steht es noch. Das war ja mal eine, ja, so ein bisschen Kreativserie, die die Brauerei ins Leben gerufen hat. Und da schließt sich jetzt eben auch der dunkle Bock rein. Ich würde sagen, genug geredet. Und wir öffnen dieses Bier und schenken das jetzt hier dann auch mal in eine, ja, würdige Umgebung ein. Denn man sieht dann auch herrlich hier diese dunkelbraune, ja, fast schon so ein bisschen kastanienbraune, jedenfalls Bernsteinfarbe im Glas, oben auf ein cremeweißer Schaum mit ja, guten Hafteigenschaften, nicht ganz so intensiv, aber lebhafte Kohlensäure im Glas zu sehen. Schau, was die Nase dazu sagt. Boah, kräftig malzig, aber auch so fruchtige Beerennoten. Jedenfalls viel Karamell und so ein bisschen Röstaromatik. Gut, die war bei der Farbe auch zu erwarten. Ja, dann würde ich sagen, erster Schluck, setzen wir mal. Cheers! Ja, malzig, dunkle Beeren, ein bisschen Trockenfrucht mit am Start, Karamell auf jeden Fall auch, kräftige Süße und auf der anderen Seite eine balancierende Bittere, die dann doch durchaus mit wahrscheinlich dem einen oder anderen Bittereinheitchen aufwarten kann. Wenig Würze im Hintergrund, auch relativ wenig Herbe. Es hat ein schönes, volles, kräftiges Mundgefühl, weich, sanft und jetzt kommt's. Der Alkohol, der spielt irgendwie geschmacklich keine Rolle. Wunderbar eingebunden. Da muss man sagen, Respekt. Vom Körper her mittlerer bis voller Körper. Dezentere, aber feine Kohlensäure. Die Aktivität im Glas haben dann noch ein bisschen getäuscht. Ich finde das sehr zurückhaltend und auch sehr angenehm. Weil ein bisschen schwereres Bier brauche ich dann keine Kohlensäure, so im Übermaß zumindest. Eine glatte, leicht ölige Textur, definitiv auch wieder ein wunderbarer Bock hier. Und diese Fruchtigkeit, die steht dann einfach nochmal über allem. Im Nachtrunk merkt man das allerdings, dass der Hals ein bisschen warm wird. Dunkles Malz auf jeden Fall, ein bisschen Röstaromatik noch vorhanden. Wird insgesamt trockener und es bleibt einfach diese herrliche Bittere stehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein richtig schön gelungenes Bier. Der dunkle Bock aus der 4710-Serie der Brauerei Grieskirchen. Und von ProbierTV gibt es für dieses Bier satte 4 von 5 möglichen Punkten für den dunklen Bock aus der Brauerei Grieskirchen. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Habt ihr noch kein Abo, ganz schnell da unten mir ein Weihnachtsgeschenk machen. Und wir sehen uns morgen mit dem nächsten Bier. Aus welchem der Biertasting Club Adventkalender? Das werden wir dann morgen sehen. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.